Hallo und willkommen zurück, liebe Leute. Was war? Wir haben einen schönen Hut. Was war denn eigentlich der Plan? Wir wollten jemanden befördern. Was ist das hier? Warte mal, das ist doch... Enklaven sind aufgrund von Gerüchten derzeit vorsichtiger, wenn es darum geht, Waren abzugeben. Die Einflusskosten beim Kauf von Gegenständen... Ja, okay. Glücklicherweise kaufe ich nicht so häufig. Ermüdung setzt langsamer ein. Nicht kann uns in die Quere kommen. Ja. Okay, wir brauchen dringend Munition. Das haben wir schon geklärt. Ich würde sagen, auf eure Empfehlung hin, gehen wir zu Cash Beaumont. Und das Ganze machen wir mit dem Auto, würde ich sagen, oder? Let's go! TÜV habe ich. Ist schon ein bisschen älter, aber habe ich. Boah, der Sound, ey. Kleinen Moment, bitte. Das rechts rum, ja, und dann nächste links. Bei welchem Spiel war das denn letztens so, dass der Motorensound so merkwürdig war? Das weiß ich gar nicht mehr. Hallo. Achtung. Ich will dem natürlich jetzt ungern hier die ganzen Zombies anbringen. Bleibt er noch stehen? Bleib bitte stehen. Bitte. Danke. Was hat er denn da für einen Wagen? Den hätte ich ganz gern. Ich hätte gern seinen Wagen. Aber das ist eine sehr vage Aussage. Guten Tag, hallo. Ganz kurz, nichts. Das ist in dem Spiel wirklich sehr befriedigend, die Wucht, mit der dir das Messer in den Kopf haut, ne? Das ist so richtig brachial und, warte mal, und richtig schön, zack, gefällt mir, also... Hallo, mein Freund. Sprechen wir über Kopfgelder. Was sind Kopfgelder? Kopfgelder erklären. Na komm. Der Kopfgeldvermittler bietet seltene Ausrüstung im Gegenzug für das Abschließen von Kopfgeldern an. Nach dem Annehmen eines Kopfgelds wird der Fortschritt auf dem Bildschirm angezeigt. Schließe das Kopfgeld ab, um einen kostenlosen Gegenstand freizuschalten und weitere kaufen zu können. Schließe das Kopfgeld ab, um einen kostenlosen Gegenstand freizuschalten. Ah, okay. Maya, ganz kostenlos ist er ja nicht, denn ich, dafür muss ich ja arbeiten. Hallo. Let's go. You might help with some of these bounties. Töte zwei Freaks, während du geduckt bist. Kein Problem. Dafür gibt's einen Boonie Head. Ach, ich kann mir das hier aussuchen. Ah, ich verstehe. Töte fünf Horden mag jetzt gerade ein bisschen zu viel sein. Samurai MP. Das gefällt mir. Oh, das gefällt mir. Oh, das gefällt mir auch. Laufen die denn ab oder wie ist das? Ich kann drei annehmen. Kolosse mit Sturmwaffen wird schwierig. You had best be well prepared for this. Das will ich haben. The secret to getting ahead is getting started. Das gefällt mir gut. Töte 15 Zombies mit Gewehren. Solch ein Herz mit einer Schrotflinte. An excellent choice. Bleib cool Paket. Ah, ich verstehe. Es gibt verschiedene. Okay. Na, aber das sagt mir schon ziemlich zu, was da. Okay, hier ist eher Kleidung und so. Ich verstehe. Und hier ist. Hilfstaschenpaket wird im Januar entfernt.
Der Winter ist da und das bedeutet, dass das volle Ausrüstungspaket samt Outfit, die euch warm halten werden, unterwegs ist. Schließt die Kopfgelder so schnell wie möglich ab, denn das Hilfstaschenpaket verschwindet wieder. Ihr behaltet alle Gegenstände dieses Pakets, die ihr bereits besitzt, könnt euch jedoch keine neuen Gegenstände von entfernten Paketen mehr sichern. Das ist ein sehr cooles Bild hier übrigens. Das ist ja super. Schön minimalistisch, aber genug Details wie dieses Gras hier und so und sagt eigentlich alles aus. Man erkennt, dass das hier ein Haus ist. Gefällt mir sehr gut. Ja, let's go. Farewell. Genau, das bedeutet, ich muss irgendwie an diese Armbrust kommen, die ich ja ursprünglich da mal verloren habe. Ach, warte mal, ist das hier? Nee, das ist Latasha, warte mal. Nee, das war Velvet. Denn ansonsten muss ich halt erst eine finden, was jetzt auch nicht... Okay, das warte ich mal ab. Ja, okay, das kriegen wir schon hin. 5 Freaks mit Gewehren. Das ist auf jeden Fall sehr machbar. Wir bleiben allerdings mal hier in der Gegend, denn mein Auto ist hier noch. Haben wir denn einen Freak irgendwo? Wir gehen mal hier rüber auf den Turm, oder was das ist. Ist das da oben drauf? We got a problem over here. Can you folks help us out? Wir schauen mal. Sehr cool auf jeden Fall mit dem Kopfgeld. Ich hätte gedacht, man geht hin und dann heißt es, den musst du holen, sonst nichts. Aber dass ich mir das aussuchen kann und da auch so Sachen wie Klamotten dabei sind, finde ich gut. Das sagt mir fast mehr zu, als jetzt irgendwelchen fremden Materialien zu schenken. Da ist der Große. Nein, hau ab. Jetzt haben wir es. So, ich schätze mal, ich muss da hoch, ne? Damit ich den... Plötzlich ist hier kein einziger Screamer und nichts. Wir gehen mal hier hoch. Schlafendes Seuchenherz, okay. Hola. Esther Corazon aquí? Sí. Ein Molotow würde ich jetzt eigentlich auch bevorzugt eher mit der Schrotflinte machen. Denn dann haben wir das. Aktive Kopfgelder. Ich hoffe, dass die nicht verstreichen. Scheinen nicht mal da aufgeführt zu sein. Da ist ein Screamer. Wo ist er? Ich habe ihn verloren. Schrei mal kurz. Da. So, den ersten haben wir. Sehr schön. Oh. Weg, 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 weg. Gebüsch, geh weg. Geradezu, direkt geradezu. Ich traue ja den Tupsüchtigen nicht mehr, also den Spawnpunkten. Ne? Ich denke immer, da sind dann mindestens nochmal 2 mehr. Was am Anfang eine Gefahr durch 1 war, ist inzwischen die Gefahr durch 3. Und mit genug Abstand und der Möglichkeit, am Anfang einen schon mal so safe auszuschalten, ist das nicht das Problem. Aber wenn alle 3 auf einen zukommen, wird es sehr schwer. Deshalb lieber 3-mal vorsichtig sein. Als einmal was abbekommen. Wir haben 3 von 5 Freaks getötet.
Zwei fehlen noch. Oh. Da haben wir einen Screamer. Ja, fehlt noch. Einer fehlt noch rein. Oh, hier haben wir nochmal so eine kleine Ortschaft. Warte mal, ist der Aussichtspunkt... Der ist hier links. Habe ich mich da doch geirrt? Ist der doch da unten? Ah, das ist es, ne? Gib mir doch mal bitte noch einen Screamer oder so. Hier sollte ich allerdings safe runterkommen. Runterkommen. Okay, der ist beschäftigt, der hat Mittagspause. Oh, 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 nicht umdrehen. Ich weiß nicht, ob man an den Animationen irgendwann erkennen kann, wann die sich umdrehen. Damit meine ich jetzt nicht die Umdrehanimation, sondern dass man sagt, ja, ja, genau, wenn die sich dann aufrichten, sind die kurz davor, sich umzudrehen. Wisst ihr, wie ich meine? Und gerade eben kam noch ein Kommentar rein, den habe ich wirklich 10 Sekunden vor Aufnahmebeginn gesehen von Ralf. Der hat geschrieben, gern alle Munitionspressen mitnehmen, denn für verschiedene Munitionsarten gibt es verschiedene Munitionspressen und falls man die schon hat, kann man die noch verkaufen. Also vielen Dank an der Stelle, denn beim letzten Mal habe ich eine dagelassen. Die hatte ich schon, aber die hätte ich ja dann verkaufen können. Was natürlich sehr viel Sinn machen würde. Oh, jetzt zum Beispiel, ne? Sind hier eigentlich so viele unterwegs gerade? Schade, dass das so dunkel ist. Können die Nächte ein bisschen heller machen? Ich finde, die Dunkelheit stört an sich auch nicht, aber zum Thumbnail erstellen wäre es natürlich immer ganz nett, so die Abwechslung zu haben zwischen hell-dunkel, aber das ist ein bisschen zu finster. Okay, wir sind momentan von Red Talon's Promise to you. Operation Drawbridge will create a massive bear... Wait, hold on. Move, Soldier! Move, move, move! So, das sollte jetzt erstmal genügen, um hier wenigstens entspannt raufzukommen. Ein Freak hätte ich schon noch ganz gern. Also das ist auf jeden Fall machbar jetzt in dieser Folge. Weiß nicht mehr genau, was dann freigeschaltet wird, aber irgendwas. So, los geht's. Auf der Seite ist nichts. Got a bloater in the vicinity. Sehr gut, der kann ruhig mal ein bisschen herkommen. I'm afraid we've got a horde in the area. Die sind auch nicht weit weg. That's enough for now. Warte mal, warte mal. Das sehe ich doch richtig, oder? Wie, jetzt muss ich zu dem zurück? Hm. So, gleich geht die Sonne auf. Das ist natürlich eine fiese Nummer da. Ich glaube aber fast, die sind dahinter, oder? Ich glaube, auf der Map... Ja, doch. Ansonsten würden die ja quasi stehen, aber dadurch, dass die weiter weg sind, sieht das mit der Bewegung so aus. Oh, das machen wir. 1,5 haben wir nicht. Niemand verfügbar. Wir gehen jetzt erstmal runter. Ich hoffe mal auf Tageslicht in den nächsten paar Minuten.
Nee, die sind auf der anderen Seite. Also hoffe ich. Gut, dann gehen wir mal zu ihm zurück. Holen uns unsere Belohnung ab und dann ist es fast klug, sich fürs nächste Seuchenherz vorzubereiten. Wobei, mit der Munition wird es schwierig. So, ist der fertig? Der ist fertig. Sehr gut. Schön, schön. Also den Aussichtspunkt haben wir. Jetzt muss ich allmählich Munition machen, um die Seuchenherzen zu bekämpfen. Wir haben das eine, das schon angeschlagen ist. Wenn es sich nicht regeneriert, dann ist das innerhalb von ein paar Sekunden durch, was natürlich mir die beste Chance gibt, um das mit der Schrotflinte zu erledigen. Ich bin der Meinung, wir haben noch eine Schrotflinte in der Base. Und ich weiß, dass es eine Mod gibt, die den Gesundheitsbalken des Seuchenherzes anzeigt. Was ich ein ganz nettes Feature fände, ehrlich gesagt. Weil natürlich ist das dann nicht mehr sonderlich realistisch, denn sowas sieht man im echten Leben auch nicht. Aber im echten Leben gibt es auch keine Seuchenherzen. Also, weiß ich nicht. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Der Kollege ist dort unten. Da muss ich jetzt mit der Klippe hier so ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Und ein Juggernaut ist hier auch noch irgendwo. Was haben wir denn jetzt? Tag 10? Ach, weil wir keine Munition haben. Oh oh. Nee. Nee. Ressourcen, Munition. Oh, und damit ist die Sonne aufgegangen. Wie schön das ist. Ich schau mal eben hier kurz vorbei, ob vielleicht ein bisschen Munition da ist. Ansonsten muss ich welche herstellen. Nehme ich auch. So ist nicht. Perfekt. Sehr schön. Sehr schön. Aber auch mit Ethanol. Zum Ethanabend. Gehen wir hier lang. Da haben wir nämlich das schlafende Seuchenherz. Das darf auch ruhig noch ein bisschen schlafen. Da ist er. Wir haben noch Platz, sehr schön. So, du wirst es nicht glauben. Greetings. I have many bounties available. Please take a look. Echsenhoodie gefällt mir nicht. Leder Trenchcoat.
Bikerweste, zerrissener Anzug. Verbünde dich mit zwei Enklaven. Da habe ich so meine Schwierigkeiten gerade. Naja, Armbrust ist ein bisschen schwierig. Improvisierte Waffenstationen. Mechanische Arbeitsrohre. 30 Zombies mit Fahrzeugen. Das sollte sehr machbar sein. Ah, da ist der Juggernaut. Ach, wie schön das ist. Mir die Scheune hier vorne noch anschauen. Davor scheune ich mich nicht. Okay, darauf reagiert er nicht. Da drin ist aber, glaube ich, noch einer. Ja, der liegt da. Da. Oh, hier könnte es Munition geben. Sehr schön. Die nehme ich gern. Warte mal, da blinkt was. Gerne, danke. Läuft ganz gut. Oh oh. Da ist er. Super. Drei Container haben wir noch. Und ich würde mich sehr über einen Munitionspacksack freuen. Ich lasse den erstmal kurz da. Und schau mal. Das sieht doch gut aus. Ja, hier, Leute, jetzt. Aha, hier, Sully, wettet, dass er... Kein Platz und aktuell noch kein Interesse. Aber ich werde alles irgendwie brauchen. Gerade gegen Juggernaut, so eine 40 mm. Danke. Ja. Das ist es, was ich wollte.
So. Oh, oh. Das ist sehr schlecht jetzt. Stay on my toes while I'm in plague territory. Let's go. Okay, okay, okay. Das muss jetzt klappen. Wo laufen die lang? Die sind da oben. Ganz schlecht. Mach schnell. Let's go. Ja, lauf da mal hin. Nein! Was macht er denn? Sind das meine Beine? Nee. Das war's, oder? Kommt mal her, ich brauche euch noch. Danke. Hui. Eieieiei. Aber wie cool dieses Detail ist, dass der Screamer schreit und die Scheiben vom Auto platzen. Super. Super. So, jetzt haben wir 12 von 30 mit dem Auto überfahren. Das muss jetzt für den Moment erstmal reichen. Ja, da ist er down, sehr schön. Huiuiui. Die passt, okay. Oh, 6 Munition, gar nicht schlecht. Ah, oh, super. Läuft, Leute, es läuft. Nee, warte mal. Falsches Lager. Ja. Sehr schön. Knapp, knapp. Ich schau lieber noch mal kurz. 762 ist richtig. Kostet 6, vergiss es. So, 45, 6 Chemikalien, dafür bekomme ich 1, das ist okay. Waffen reparieren, ausgerüstete Fernkampfwaffe reparieren. Ja, das sieht gut aus. Okay. Ja, guten Tag. Ciao. Drop the screamer, now! Oh, Junge, schrei doch nicht so. Wir haben ja eine Armbrust. Ah, ciao. Nee, warte mal, machen wir anders. Lager das mal ein und das hier ebenfalls. Denn dann wechseln wir den Vogel da einmal. Found a couple of things while I was out. Okay. Alright, alright, alright. So. Das ist passend. Wir haben leider keinerlei Pistolenmunition.
Aber wir ziehen jetzt erstmal damit los. Wir brauchen wie viele? 25 mit der Armbrust. Das ist schon eine ganze Menge. Was mir aber wirklich Sorgen macht, so ein bisschen, ist das hier unten, ne? Da muss ich jetzt jemanden losschicken. Einer ruht sich aus, einer hält Wache und ich, ne? Ja. Das wird schwierig. Haben wir denn noch bombenmäßig irgendwas? Das nehme ich gern mit. Was ist das hier? Straßenfackel, Feuerwerkskörper. Wie kommt das denn hier rein? Hä? Das ist ja äußerst merkwürdig. Was hat es denn damit auf sich? Okay. Sack mit Haferflocken. Komisch. Daraus werden dann Snacks, okay. Das brauche ich gerade nicht. Das heißt, das nehmen wir so schon mal mit. Ein Toolkit haben wir gerade leider nicht. Wir haben etwas, um uns ein bisschen zu versorgen. Dann gehen wir mal auf die Suche nach 25 Zombies für die... Ach, hier kommt wie gerufen. Aber... Oh, ein Tobsüchtiger. Oh. Nee. Warte mal, was sind das denn für Typen? Jungs, ihr müsst stillstehen fürs Gruppenbild. Danke. Ah, der Tobsüchtige, ne? Den will ich da auf keinen Fall. I got better. Beats the alternative. Oh, oh. Nee. Nicht mit dem. Mm-mm. Mach mal zu, hol dir mal die andere Waffe. Das riskiere ich nicht. Welche war das denn? Die hier, ne? Wo sind die? Oh, Mist! Weg. Watch that stinky stuff. Put it off. Now we got a fuckload of places full of muertos out there. This is bad. Oh.
Last mag in the piece. 17 Schuss. Sehr schön. Now bust it up. 8 Schuss. Ach, das ist jetzt durch. Okay. Sehr gut. Ja, wenn dann das Benzin ausgeht, dann stehst du aber da. Muss mal schauen, ob was im Kofferraum ist. Habe ich nicht gedrückt? So. Okay. Was für eine Nummer. So, wie viel fehlen denn noch? 6 Zombies überfahren. Buh. Schau mal rein, vielleicht haben wir Benzin drin. Leider nicht. Der ist komplett leer, okay. Das macht nichts, das ist ja wirklich nicht weit weg. Eieiei. Haben wir denn jetzt jemand zur Verfügung? Kosten gestiegen, das ist okay. I'm going to clear out an infestation. If we want to survive, we can't let the zombies take over our town. The zombies. Ah, das finde ich ja ganz cool, dass der tatsächlich losläuft. Was ist das hier? Stellt euch mal vor, ihr wohnt da hinten und hier vorne ist euer Briefkasten. Oh Gott. So, ja, ich komme und dann. Well, time for me to move on. Und dann kommt ein Einschreiben. Trumbull, so, komm, mach mal auf hier. Sehr schön. Das hätten wir. Haben wir ein bisschen Benzin da? Haben wir tatsächlich. Dann würde ich sagen, machen wir einmal ein bisschen Munition. Was haben wir denn hier noch? Ach ja. Stimmt. Ich erinnere mich. Dann machen wir es anders. Dann nehmen wir die Armbrust einmal mit. Schauen, ob wir die Bolzen hier vorne wiederbekommen können. Denn dann können wir so ein bisschen variieren und möglicherweise so ein Kopfgeldziel erfüllen. Hier müssten eigentlich etwa 100 Bolzen liegen. Der Baum hat was abbekommen. Ah, es tut mir echt leid. War keine Absicht. Aber nee. Scheinbar nur die beiden. Wo ist der andere Infektionsherd? Okay. Die sind die beiden hier drei. Den muss ich dringend beseitigen. Ah, hier ist noch einer. Also wer da geschossen hat. Nein, hau ab. Nicht so einen Lärm, bitte. Na, nee, den großen wecken wir mal nicht. Hier oben war doch gerade noch einer. Hier. Da fehlen noch eine ganze Menge. Das machen wir jetzt so auf die Schnelle nicht. Da drüben ist noch einer. Noch 6 mit dem Auto.
Und noch 18 mit der Armbrust. Und das reicht. Nee, der ist scheinbar weg. Bolzen ist durch. Wir haben 10 Bolzen noch. Oh. Ich dachte, es wären Bolzen gewesen. Aber gut, so machen wir es auch. Was ist denn das für ein Geräusch? Okay. Ein weit entfernter Wasserfall. Ja, der Soldatentyp ist der, der jetzt noch so ein bisschen... Hier ist irgendwo ein Screamer. Ach, da oben. Ah, das ist mir zu weit weg. Nicht runterfallen, bitte. Okay, wie viel fehlen denn noch? 5. Das kriegen wir noch hin. Wir haben 5 Schuss. Das sollte doch eigentlich machbar sein, oder? Wenn die sich nicht bewegen, dann geht's auch. Aber sobald die dann anfangen, sich plötzlich zu ducken oder so, dann wird's sehr schwierig. Gerade auf die Entfernung. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch einen finden. Nur keinen Tobsüchtigen, bitte. Zählt ja auch als Zombie eigentlich hier so ein Bloater? Ja. So, noch 2 weitere. Bei dem links muss ich ein bisschen... Oh, da ist eine kleine Horde. Da sind die beiden, die ich brauche. Ich? Ein Profi. Das war's. Sehr schön. Kriege ich den Bolzen hier wieder? Nee. Ist ja der Sohn von Usain Bolt, ne? Der heißt ja Usain Bolzen. There's a feral running around here. Wirklich? Aha.
Alles gut. Das sollte klappen. Sehr schön, Leute. Wir kommen der Stabilität in der Basis ein bisschen näher. Und wir müssen uns aber dringend dran machen, diese Infektionsherde da unten. So, listen. I used to work for this dude who could get pharmaceuticals without a prescription. Yeah. That's called drug dealing. Not street drugs. Like painkillers and sleep aids. Stuff we could use. What do you think? Okay. So, jetzt haben wir 6-mal Munition. Ich habe noch 7 Schuss. Ich muss das, glaube ich. Das kostet mich dann wieder alles, ne? Das sollte ich nicht machen. Aber hier können wir nochmal, genau. Dann muss das so funktionieren. Liebe Leute, wir waren sehr erfolgreich. Es war sehr unterhaltsam. Viele Zombies getötet. Uns fehlen noch 6, die wir überfahren müssen. Wir müssen unseren Rettungswagen noch zurückholen. Den müssen wir allerdings erst auftanken. Wir müssen nochmal zum Kopfgeldvermittler. Hier ist jede Menge los. Und dann muss das hier irgendwie angegangen werden. Oder die Seuchenherzen. Oder alles zusammen. Oder wie auch immer. Wir werden sehen, was kommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.